Hallo, ihr kleinen Zuckerschnucken von Freizeitpark Check. Wir sind heute für euch wieder unterwegs. Ihr seht, Autobahn, es geht wieder nach Bottrop. Es geht in die Indoor-Skydiving-Halle. Es geht zum Fliegen. Wir schauen mal, was es da so gibt. Ich war noch nie fliegen. Vielleicht seid ihr schon mal da gewesen und erzählt uns gerne, wie es für euch war. 10 Jahre wird die Halle. Zum Jubiläum sind wir eingeladen. Und wir schauen mal, was es da Schönes für euch gibt. Bleibt dran, bis gleich. Dynamische Fliegen ist hier entstanden im Bottrop. Das haben wir hier entwickelt. Das ist so ein bisschen aus der Not geboren damals, weil wir waren so voll, weil die Fallschirmspringer uns aus der ganzen Welt überrannt haben hier, dass das eigene Personal, um selber zu trainieren, nur sehr wenig Zeit hatte. Und da sind die halt immer mit möglichst vielen Leuten da rein und irgendwie hintereinander hergeflogen. Und daraus ist dann so ein bisschen das dynamische Fliegen. Und das ist mittlerweile halt die spannendste Wettkampfdisziplin, was einfach am attraktivsten ist, zuzugucken, weil sie am meisten bewegt und sehr dynamisch ist. Den allerersten Wettkampf in der Disziplin hatten wir 2012 auch hier, nachdem wir das so entwickelt hatten. Ah, okay, das wusste ich gerne. Und ist auch schön.
jetzt gerade beim Einstieg sehr schön gesehen, dass das Team nicht versucht, zeitgleich die Türrahmen zu verlassen, weil sobald der erste Athlet den Boden verlässt, zählt die Arbeitszeit. Und dementsprechend versuchen wir natürlich alle möglichen Parallelen zu kriegen, damit der Zeit noch nicht. Freestyle, das gab es früher schon als Fallschirmdisziplin im Himmel. Bei diesen Himmelsdisziplinen ist immer das Problem, du musst im Video, man muss mitspringen und das filmen und man hat hinterher nur das Video. Dass man das so live beobachten kann, geht eigentlich nur durch den Windkanal. Sonst müsste man jetzt mit der Maya aus dem Flugzeug springen, um das so sehen zu können. Das will ja auch nicht jeder machen. Neu, das werden wir ab dem Sommer einführen. Also ist noch gar nicht ganz offiziell, weil das ja gerade schon gezeigt wurde. Ja, das sind so die ersten Tests. Also das wird es ab dem Sommer offiziell geben. Mhm. Ist einfach noch eine Stufe näher dran am Fallschirmspringen. Also man kann jetzt mit der VR-Brille nicht wirklich fliegen lernen. Man muss schon festgehalten werden dabei, weil man ist ja dann so in einer anderen Welt, dass man die Wände vom Tunnel gar nicht sieht. Ja. Aus Sicherheitsgründen muss der Instructor dich eigentlich die ganze Zeit halten. Aber es ist für denjenigen, der es macht, halt noch mal eine Stufe näher an der Simulation dran, wie fühlt sich so ein Fallschirmsprung auf. Ich habe jetzt da nicht nur das Gefühl, sondern ich habe auch noch die Optik. Die Optik, das ist eine geile Kombi.